Heute geht es wieder weiter mit der Iris und zwar geht es darum, wie lange normalerweise eine freie Trauung geht. Aber das kannst du uns ja am besten sagen. Das ist unterschiedlich. Ich sage immer, 45 Minuten ist super. Lass es aber auch offen bei meinen Paaren. Ich sag mal so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde ist ganz gut. Es kommt natürlich zum einen darauf an, wie lange die Paare das haben möchten und zum anderen ganz klar, was alles in der freien Trauung drin sein soll. Also wenn ich mir jetzt 10 Rituale aussuche und Oma, Opa, Tante und Onkel auch noch was sagen sollen, dann bleibt es wahrscheinlich nicht unter einer halben Stunde. Also dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Ja, okay. Aber ich sag auch immer, also ich habe immer mal wieder meistens Männer, die sagen, oh, echt eine Dreiviertelstunde, muss das so lang sein, komm hier 20 Minuten irgendwie mal schnell. Und dann sage ich, ihr werdet das am Ende gar nicht merken, dass es eine Dreiviertelstunde war. Es wird ganz schnell rum sein und ihr werdet denken, oh, schon vorbei. Ich glaube nämlich, die Männer überraschen sich am Ende, weil sie gerade an Tag der Hochzeit total sensibel auf einmal werden. Und dann finden sie es nämlich schön. Ja, klar. Ja, ja, also das ist so meine Erfahrung bisher und so die Zeit, die verfliegt unheimlich schnell und total schnell, ja. Ist auch nochmal so ein Moment, ja glaube ich nämlich auch. Ja cool, aber dann kann man das ja total individuell. Genau, also ich gehe da auf das jeweilige Paar ein und gucke dann. Okay, ja. Cool, ich danke dir. Ich hoffe, es war informativ und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Come with me, girl, I know a place where the green grass grows and a sunny embrace and we can get away.